Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 22. Mai und ich möchte für morgen mal was anderes zum Frühstück. Ich esse normalerweise Müsli zum Frühstück und ein bisschen unterschiedlich, auch von den Obstsorten her. Ich mache das ja selbst und möchte aber morgen mal einen Kuchen essen. Eine Torte. Eine No-Bake-Torte, die im Prinzip dann doch die Zutaten enthält, die gewöhnlich in meinem Müsli auch drin sind. Aber natürlich ohne, dass es ein Müslikuchen ist oder Müsliriegel oder irgend sowas in der Art. Der wird nicht gebacken. Ich möchte als Boden sowas Ähnliches verwenden wie diese Energiebällchen. Ich mache jetzt das ein bisschen andere Variation. Diesen Teig könnte man auch genauso gut für Energiebällchen nehmen. Ich nehme den jetzt als Tortenboden und werde obendrauf eine Joghurtcreme machen. Einfach Joghurt, Agar-Agar, dass das Ganze fest ist, mit Fruchtstückchen drin. Und da würden natürlich sich jetzt wunderbar Erdbeeren für eignen, weil diese roten Stückchen sehen natürlich klasse aus. Ich habe hier leider nicht so viele Erdbeeren, die sind auch gestern schon wieder gleich im Mund gelandet und nicht in die Küche. Die schaffen es eigentlich nie in die Küche. Dazu sind es zu wenig. Aber was ich hier sehr viel habe, ist die Melonenbirne. Und deswegen werde ich hier jetzt nach den Melonenbirnen schauen und davon Stückchen noch mit reinmachen. Und dann habe ich im Prinzip die Zutaten in meiner No-Bake-Torte, also wo auch der Boden nicht gebacken ist, gesund wie ein Müsli, ungefähr die Zutaten drin wie in einem Müsli, total lecker. Und mal was anderes zum Frühstück. Ideal geeignet für ein sommerliches Frühstück auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Total. Dazu habe ich mir ja auch wieder den Leinsamen abgemacht. Der blüht jetzt auch immer noch schön. Und hier unten, der ist mittlerweile so reif, dass er sich wirklich total leicht löst. Ich musste eigentlich nur so krümmeln. Wenn jetzt hier was auf den Boden fällt, ist nicht weiter dramatisch. Der soll sich auch weiterhin aussehen. Und dann wegpusten und schon hat man den Leinsamen. In so einer Kapsel sind ungefähr 10 Körner drin. Das ist natürlich schon ein bisschen mühselig. Aber da es sich sehr leicht jetzt daraus, wenn er richtig reif ist, rauskommt und er schwer genug ist, dass man also wirklich ganz einfach das wegwählen kann, ähnlich wie ich das mit dem Chia immer gemacht habe. Haben jetzt gerade so gegessen. Muss ich jetzt mal ganz nebenbei zeigen, was ich hier doch auch für Wildbienchen mittlerweile tummeln. Hier steht noch das ganze Chia, so viel kann man gar nicht ernten, wie hier wächst. Hat sich auch außerhalb der Schläuche ausgesät, da wird es natürlich überhaupt nicht groß, bleibt klein. Aber hier sieht man, kommen schon wieder die nächsten. Hier muss auch mal gejätet werden. Also an Chia wird es niemals mangeln hier jetzt. Das habe ich auch, das habe ich schon mehrfach gezeigt, wie ich das ernte. Habe ich eigentlich auch eine relativ gute Methode gefunden, wie das ziemlich schnell geht. Jetzt habe ich ja hier an verschiedenen Stellen die Melonenbirnen. Jetzt will ich mir mal die allerreifeste abmachen. Die sind alle noch unreif hier. Ich mache ja jeden Tag ab. Die sieht mir schon sehr reif aus und die wird es wahrscheinlich auch werden. Man muss immer so drauf drücken, ist die schon weich genug. Ich schaue jetzt aber erst noch mal, denn ich habe hier hinten ja auch noch mal welche. Ob es vielleicht die hier werden. Dieses Monster hier. Das sind ja zwei. Also man sieht hier, es herrscht kein Mangel. Wird es vielleicht die hier? Ich glaube sogar die hier wird es. Ich drücke da immer mal drauf. Die sind alle noch nicht ganz so reif. Die müssen noch ein bisschen Sonne kriegen. So, die gigantische nehme ich jetzt gar nicht mit.
Die ist nämlich auf der einen Seite schon super reif und jetzt habe ich sie mal rumgedreht, dass die andere Seite auch noch mal Sonne abkriegt. Und entweder die oder die andere. Das wird jetzt doch die hier werden. Es muss ja schon eine relativ große sein, damit ich die in schöne Stücke schneiden kann. So, für den Boden brauchen wir jetzt, als erstes brauche ich mal diese kleine Springform. Ich weiß gar nicht, welchen Durchmesser sie hat. Passt genau auf diese Herdplatte drauf. Das ist so die kleinste Größe. Ich werde das mal ausmessen, das kann ich unten in die Infobox schreiben. Oder steht es drauf? Nee, da habe ich schon mal Papier reingelegt, damit das dann nicht so am Boden festklebt. Dann habe ich hier wieder Mantelsplitter, das sind jetzt ungefähr 100 Gramm. Dann nehme ich diesmal Datteln. Ich habe jetzt 5 solcher Datteln, die schneide ich jetzt so in Stücke. Das klebt allerdings mehr als Rosinen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ohne Kerne. Dann habe ich jetzt ungefähr auch wieder so 15 Gramm Chia. Diesmal in Hafermilch. Da muss man mal aufpassen, also hier zumindest muss man immer aufpassen. Also sind Additivos, also ohne Zusatzmittel und ohne Zucker in irgendeiner Art und Weise. Auch ohne Zusatz von künstlichen Vitaminen. Das wird oft zugesetzt, da halte ich gar nichts von diesen künstlichen Vitaminen. Deswegen achte ich da immer drauf, muss man sich das immer genau durchlesen. Das ist reine Hafermilch. Dann habe ich wieder ungefähr so ein bisschen mehr als das letzte Mal. Meine Waage ist leider die Batterie leer. Ich schätze mal, dass das jetzt hier so 10 Gramm sind. Wieder etwas Kokosöl, das mache ich nochmal in die Mikrowelle. Diesmal nehme ich auch ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, 30 Gramm Haferflocken dazu. Und ich werde auch Kakaopulver, also reines Kakaopulver, also Backkakao oder wie man das nennt, dazu nehmen noch für den Boden. Und natürlich wieder diese kleine Getreide- oder auch Kaffeemühle. Da werde ich jetzt die trockenen Zutaten zerkleinern. Ich werde das in 2 Durchgängen machen. Mal so eine Hälfte ungefähr. Nicht. Eine sehr gute Nachricht. Super. Das muss auch nicht so, es verklebt vielleicht auch ein bisschen. Es muss nicht so ganz fein sein, das ist gar nicht nötig. Ah, sehr gut.
Das sieht schon sehr gut aus hier. Hätte man jetzt auch sieben können, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt habe ich hier leider ein bisschen Klumpen drin. Aber das ist nicht so dramatisch. Das Schier ist etwas angequollen. Das langt auch. Etwas geschmolzenes Kokosöl dazu. Das dient eigentlich nur dazu, da mache ich jetzt auch ein bisschen mehr dran, dass das hinterher schön klebt. Es kann auch sein, dass ich noch mehr Flüssigkeit dran machen muss. Muss ich auch. Das muss man dann immer sehen. Es muss eine schön klebrige, wunderbar klebrige Masse geben. Deswegen mache ich jetzt noch einen kleinen Schluck Hafermilch dran. Immer erstmal zu wenig. Wenn es mal zu viel ist, dann muss man dann wieder noch mal wieder was Trockenmasse dran machen. Und das kann dann ein ewiges Kreislaufspiel werden. Es wird dann ja noch durch das Kokosöl, wenn ich das jetzt in den Kühlschrank stelle, gleich noch richtig schön fest. Jetzt muss ich mal gucken, klebt es schon richtig gut. Mmh. Schmeckt schon so gut. Also je nachdem, wie süß man das haben will, ich habe jetzt 5 Datteln dran. Mir langt das von der Süße. Ich muss das nicht so süß jetzt haben. Mir langt das, wenn das ein bisschen süßlich ist. Das sieht mir schon gut aus. Mir ist das von der Süße für den Boden genau richtig. Wie gesagt, das lässt sich alles noch süßer machen natürlich. Man kann auch Honig dazu nehmen. Noch ein bisschen, wenn man es süßer haben will. Ahornsirup. Ich meine, da gibt es ja schier endlose Möglichkeiten. Von Süßungsmitteln bis hin zu stinknormalen Zucker. Was ich ein bisschen schade fände, weil das doch jetzt schon ja eigentlich eine sehr gesunde Sache sein soll, aber es ist theoretisch denkbar, warum nicht? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Auch Rosinen, wie ich das letzte Mal habe ich ja die Energiebällchen mit Rosinen gemacht. Natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit. So, das klebe ich jetzt hier richtig schön fest. Und das ist mein Tortenboden. Und der ist an und für sich schon total lecker. Man kann natürlich auch die Haferflocken weglassen und dafür mehr Mandeln. Ich finde das jetzt mit den Haferflocken gar nicht so schlecht, da ich die ja auch im Müsli habe und ich wollte ja die Zutaten hier auch haben, die ich für gewöhnlich in meinem Müsli drin habe. Bis auf das Kakaopulver, das habe ich jetzt nicht drin, ist da jetzt alles drin. Und obendrauf kommt noch Joghurt
und Obst. So, den lasse ich jetzt im Kühlschrank fest werden. So, jetzt brauchen wir für hier zum Füllen, das war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank, ist schön fest geworden, griechischen Joghurt. Hier gibt es in unserem nächsten kleinen Laden, den wir hier haben, nur diese kleinen Packungen, leider nicht diese großen Becher von dem griechischen Joghurt. Das sind jetzt insgesamt 880 Gramm. Ich werde nicht alles nehmen. Ich schaue mal, ich will diese Schüssel hier füllen, denn ich möchte eigentlich schon, dass das nicht so niedriger wird. Der soll schon so bis fast oben hingehen. Soll schon so ein bisschen nach Torte aussehen. Wahrscheinlich nehme ich hier 660. Dann habe ich hier Agar-Agar. Ein Päckchen ist für 200 Milliliter Flüssigkeit, 2 Gramm. Ja, mal gucken. Ich habe hier 4 Päckchen, je nachdem wie viel Joghurt ich nehme. Dann brauche ich noch etwas heißes Wasser, das setze ich mir noch auf, um das Agar-Agar da kurz zum Kochen zu bringen. Und das mische ich dann unter die Joghurtmasse. Ich mache noch dran Vanillearoma, nicht echte, ich habe hier auch echte Vanille, aber dann habe ich hier so die Klumpen drin, das ist flüssig, das ist jetzt besser geeignet. Und ich mache dran Stevia. Das mache ich mir sowieso öfters mal, so ein Vanillejoghurt, das schmeckt mit Stevia sehr gut. Und das werde ich jetzt als erstes auch machen, mir hier einen Vanillejoghurt. Dann schneide ich hier das hier noch in Stücke, nicht die ganze, mal gucken wie viel ich nehme von der Melonenbirne. Und zum Schluss mache ich dann das Agar-Agar, löse ich dann in, das ist ja Pulver, das löse ich dann in kochendes Wasser auf, gebe das dazu, um das dann auch zügig dann hier rein zu gießen. Ich habe das ein bisschen hochgedrückt hier, in der Hoffnung, dass das nicht so flüssig ist. Aber das ist ja Joghurt, also so flüssig ist der jetzt auch nicht, dass das da unten rausläuft. Ist natürlich blöd mit diesen tausenden kleinen Becherchen hier. Bei uns gibt es hier, aber das ist in Los Llanos, das ist so ein bisschen, da komme ich nicht so oft hin, aber wenn ich da hinkomme, dann kaufe ich immer diese großen Becher, da ist dann diese Portion sozusagen in einem Becher drin, alles, und nicht in diesem vielen kleinen Becherchen. Das ist natürlich jetzt viel Verpackungsmüll. Also mit Stevia, das ist so eine Sache, das muss man wirklich selbst ausprobieren. Immer erstmal zu wenig probieren und sich so langsam vortasten, bis ein guter Geschmack da ist.
Wunderbarer Vanillejoghurt. Richtig lecker. Bei Stevia nie zu viel nehmen. Deswegen immer ein paar Tröpfchen und dann wieder gucken. Denn wenn es zu viel wird, wird das bitter. Und nachmachen kann man immer rausnehmen, ist schwierig. Das gilt immer für alles, was mit Würzen zu tun hat. So. Und jetzt ist die dran. Das ist etwas, da freuen sich die Hühner drüber. Neben Physalis, ihre absolut Lieblingsobst. Schön süß. Wenn die richtig reif sind, dann schmecken die echt gut. Aber wenn die nicht so richtig reif sind, nicht so wirklich. Kann jetzt natürlich sein, dass das, wenn ich das jetzt hier alles auf den Boden mache, die schweren Bestandteile nach unten sacken, aber das macht gar nichts, dann sind die Früchte halt unten. Macht ja nichts. So, und jetzt werde ich habe jetzt 660 Gramm Joghurt und ich nehme 2, 4, 6, 8 Gramm. Das wäre jetzt für 800 Milliliter Flüssigkeit. Ich werde jetzt aber trotzdem alles nehmen, das soll schon fest sein. Und da kommt ja auch noch ein bisschen Wasser dazu. Und jetzt ist auch noch hier ein bisschen Saft davon dabei, also ich nehme jetzt mal hier alles. So, ich koche das jetzt hier gerade auf. So sieht das jetzt hier aus, nimmt dem Ganzen leider etwas die schöne weiße Farbe. Ich muss es etwas abkühlen lassen. Es hat jetzt nicht immer eine Minute gedauert, das Aufkochen. Ging jetzt so schnell, weil ich auch so wenig Wasser nur genommen habe. So, jetzt muss ich das leider so heiß hier reinmachen.
Ich mache jetzt doch noch ein bisschen Stevia dran, weil das jetzt durch das Agar-Agar, das muss jetzt alles schnell gehen. Und ein bisschen Vanille, da das jetzt sehr schnell fest wird. So, und das Ganze geht jetzt ab in den Kühlschrank. So sieht er jetzt aus. Und ich mache den jetzt hier raus. Also man hätte jetzt natürlich noch, habe ich aber leider vergessen, sich noch von dieser Joghurtmasse was aufheben und in so einen Spritzbeutel machen können. Dann hätte man das jetzt hier noch schön verzieren können. Das mache ich vielleicht ein andermal. Ich werde hier noch öfters Kuchen und ähnliche Sachen, gesunde, süße Sachen vorstellen. Und jetzt mache ich das hier mal ab. Hier jetzt erst noch mal so ein Messer durch. Ob das mit dem Agar-Agar gelangt hat. Jawohl. Die Joghurtcreme hätte ein Tick fester sein können, aber ich habe natürlich gestern schon so ein Mini-Stückchen schon mal probiert. Es ist völlig in Ordnung, man kann es gut essen, also auch wenn man mit der Gabel reingeht, man kann es gut essen. Ich werde den auf jeden Fall noch öfters machen mit unterschiedlichen, was gerade an Obst da ist, und noch ein Päckchen mehr Agar-Agar reinmachen. Ich muss sagen, er ist leider jetzt im Kühlschrank etwas feucht geworden. Oh, sehr lecker. Tut dem Geschmack keinen Abbruch. Vielleicht gar nicht so schlecht. Dadurch ist der Boden nicht so trocken. Oh, super, super. Das lässt sich auf alle Fälle noch verfeinern. Vielleicht, dass es ein bisschen fester wird und vielleicht nicht ganz so feucht. Ja, kommt mal her. Ja, komm mal her, ihr zwei. Guck mal.